Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten im Sommersemester 2022. Anders als geplant hören Sie jetzt die Vorlesung, die ich heute für Sie gern in Präsenz gehalten hätte in der August-Bebel-Straße und im Livestream gezeigt hätte, nur als Aufzeichnung. Glauben Sie mir, das war eine gute und wichtige und richtige Entscheidung, das so zu tun. Und ich hoffe, dass wir uns dann in 14 Tagen nach dem Karfreitag in der nächsten Woche in der August-Bebel-Straße in Präsenz sehen werden und Sie diesen kurzen Einstieg ins Thema und eine kurze Erläuterung der organisatorischen Details auch aus Konserve annehmen können. Aber mit Ihren Erfahrungen vor dem Hintergrund der letzten Semester bin ich da recht zuversichtlich. Was ich mit Ihnen heute vorhabe, ist, dass ich mir sehr gern das Thema zurechtlegen würde, Sie kurz einführe in die Gestaltung der einzelnen Sitzungen der Vorlesung und Ihnen so einen ersten Überblick geben möchte, so ein Gefühl dafür, was Sie in dieser Vorlesung erwartet. Und zum Zweiten würde ich sehr gern über organisatorische Details sprechen. Das betrifft vor allen Dingen die Prüfungsleistungen, die Sie erbringen können und wie wir insgesamt in der Vorlesung zusammenarbeiten. Lassen Sie uns nicht viel Zeit verlieren, sondern gleich in medias res gehen. Der thematische Fokus dieser Vorlesung wird liegen auf den sprachlichen Entwicklungen des Deutschen, wie man jetzt schon vorsichtig andeuten könnte, und zwar mit einer Weitung der Perspektive erstens auf die unterschiedlichen Arten des Deutschen, also seine Varietäten, und zum Zweiten auf die Frage, die Aufmerksamkeit lenken, dass wir mit Sprachgeschichten Geschichten erzählen. Das heißt, dass Sprachgeschichten Erzählungen sind über Sprache und ihre Entwicklung und dass man natürlich so eine Geschichte einer Sprache entsprechend perspektivieren kann. Das wird der zweite Zuschnitt dieser Vorlesung sein, sodass Sie möglicherweise zweierlei aus dieser Vorlesung mitnehmen können. Nämlich zum einen etwas über die Entwicklung des Deutschen oder der deutschen Varietäten zu lernen und zum Zweiten etwas, wie man über diese Entwicklung schreibt und reflektiert. Der dritte Punkt, und das macht es vielleicht für die Lehramtsstudierenden unter Ihnen besonders attraktiv, ist, dass ich mir anschauen möchte, wie bestimmte Ankerpunkte in den Curricula dazu einladen können, das eine oder andere Thema, das Sie hier in der Vorlesung kennenlernen oder vertiefen, in die Schule einzubringen. Und der Fokus dafür ist die 14. Jahrestagung der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte, die im September 2022 in Dresden stattfinden wird und der ein Workshop genau zu dieser Fragestellung vorgelagert sein wird. Und dieser Workshop hat noch einen besonderen Kniff. Er wird nämlich die digitalen Ressourcen in den Blick nehmen, die Sie für die curriculare Einbettung sprachhistorischer Fragestellungen nutzen können. Und das werden wir auch in dieser Vorlesung versuchen, nämlich, dass wir immer einen thematischen Zuschnitt haben, sehen, wo können wir den in die Curricula in der schulischen Bildung einbetten und welche digitalen Ressourcen stellt Ihnen die Community zur Verfügung, die Sie frei für diese Einbettung nutzen können. Zunächst einmal aber eine kurze Ankündigung. Moment, das war ein Fehler. Entschuldigung, ich muss hier die Präsentation einfach weiterschalten. Zunächst einer der zentralen Vorstellungen zu dieser Vorlesung, die Sie immer sehen werden. Wir werden uns sehr viel mit den Vorstellungen davon auseinanderzusetzen haben, was Sprache sei. Das, was in dieser wunderschönen Darstellung abgebildet ist, ist eine ganz typische Form sprachlicher Entwicklungen nicht nur zu illustrieren, sondern auch konzeptionell zu fassen. Das heißt, von Sprache als so etwas wie einem Organismus auszugehen
Und das ist natürlich nur eine Möglichkeit, mit der man bestimmte sprachliche Entwicklung beschreiben kann. Und wenn man sich schon an so einem Bild bedient, liegen zum Beispiel metaphorische Äußerungen wie: Diese Sprache ist ausgestorben, dieser Zweig ist abgestorben, an diesem, diese Entwicklung, ja, bis hin zur Krone hat eine bestimmte Varietät nicht mehr mitgenommen. Und so sehen Sie, dass die Wurzeln, ja, des Indoeuropäischen als Wurzeln konzeptualisiert sind und die gegenwärtig gesprochenen Sprachen faktisch die Krone dieses Baumes bilden. Und das Ganze ist eine metaphorische Vorstellung davon, wie Sprache sich entwickelt. Und es gibt daneben andere. Eine möchte ich Ihnen zeigen von Henning Lubin aus dem Buch An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Digital und vernetztes neue Bild der Sprache. Viel besser passt zu dem gebrauchsbasierten Bild von Sprache die Metapher des Gewässers, das kontinuierlich von den sich darin befindenden Lebewesen durch ihren kommunikativen Stoffwechsel in seiner Zusammensetzung verändert wird. Sprache ist damit ein Medium in einem kulturellen Ökosystem. Das Ökosystem befindet sich nicht in einem stabilen Zustand, sondern in einem Flussgleichgewicht. Und dieses Bild, was ich jetzt konterkarierend neben das des Sprachbaums stellen wollte, ist ein anderes. Auch hier geht man von bestimmten Vorannahmen aus oder Henning Lubin, die zu bestimmten Metaphernbildungen einladen, über die Konzeption von Sprache nachzudenken. Und das wollen wir in dieser Vorlesung in diesem Spannungsfeld zwischen traditionellen Konzeptualisierungen und neueren Vorstellungen von Sprachgeschichten und ihrer Erzählweise genauer in den Blick nehmen. Was Sie thematisch erwartet, wenn Sie in sich zusammenfallen und sagen, ach, auf das Gotische hatte ich jetzt gar nicht so die große Lust, ich kann Sie gleich beruhigen. Für mich werden die sogenannten Vorstufen des Deutschen, also hier hat man so ein Stufenmodell in der Metaphorik, zeige ich Ihnen auch gleich noch ein schönes Beispiel dafür, gehört das Germanische zu einer dieser Vorstufen und aus dem Germanischen heraus entwickelt sich das Deutsche. Das haben Sie schon in der einen oder anderen Einführung gehört. Die sogenannte zweite Lautverschiebung führt zur Ausdifferenzierung der oberdeutschen Varianten und Varietäten, während die niederdeutschen Varietäten diese zweite Lautverschiebung sogenannt nicht mitgemacht haben. Das klingt so ein bisschen defizitär. Man könnte es auch umdrehen und sagen, ja, sie sind halt dann einfach näher am Ursprung dran, also das heißt näher am Germanischen, ja, also tradieren faktisch die germanischen Lautstände weiter. Und was im Übrigen dazu führt, dass sie mit anderen Sprachen gemeinsame Merkmale teilen, doch dazu später in der Vorlesung mehr, zum Beispiel dem Niederländischen oder auch den Sprachen im skandinavischen Raum oder auch dem Englischen. Und so, dass wir hier schon relativ früh ein Auseinandertreten von Varietäten des Deutschen haben, und ich würde sie explizit so bezeichnen, auch wenn rein typologisch das Deutsche als dadurch gekennzeichnet wird, dass es die zweite Lautverschiebung mitgemacht habe. Das werden Sie aber im Verlauf der Vorlesung alles sehen. Sie sehen hier ein frühes Beispiel, nämlich die Goldhörner von Gallerhus. Ekrelevegastis holtias horna tavido, ich Relevegast, der Holting, machte dieses Horn, als eine Runeninschrift auf diesen Goldhörnern von Gallerhus, sind ungefähr im 4. Oder 400 nach Christus gefertigt worden und gehören zu den wenigen Relikten, die die Vorstufen des Deutschen dokumentieren. Zentraler wird für uns das Althochdeutsche sein, allerdings auch vor dem Hintergrund, was man darüber zum Beispiel in Schulen erzählen kann. Deswegen liebe ich dieses Manuskript hier, dieses lateinische Manuskript, da es den sogenannten St. Galler Schreibervers enthält. Also Kumo Kibit, sehen Sie, von Hand an den Rand geschrieben, unten rechts. Jetzt muss ich mal ganz kurz im Bild schauen, ob man das sieht. Ja, Sie sehen es noch hier, Moment, da Kumo Kibit, was für eine Kurzfassung des Schreiberverses, St. Galler Schreiberverses steht, der in Übersetzung, den wir uns in Übersetzungen und anderen Varianten noch genauer anschauen werden, aber ich möchte es heute erstmal zeigen.
Das Althochdeutsche beginnt also nicht so ruhmreich, wie man das in historisierenden Darstellungen des 19. Jahrhunderts erwarten könnte, sondern als ein Nebenprodukt lateinisch geprägter Schriftkultur. Und das ist ein kultureller und kommunikatives also eine kulturelle und kommunikative Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt so etwas wie eine deutschsprachige Schriftlichkeit entwickeln. Und das Ganze betrifft natürlich auch den niederdeutschen Raum. Hier abgebildet der Heliand in einer Handschrift aus Korea von der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auch hier gilt, dass ein sehr bekanntes Zitat von Willi Sanders: Kein Zweifel, die altsächsische Schreibtätigkeit oder altniederdeutsche Schreibtätigkeit, würde man heute sagen, ist ohne das Vorbild der Althochdeutschen, besonders Fränkischen, nicht denkbar. Das verweist auf den Missionierungshintergrund und die Etablierung des Christentums in dem Raum, den sie heute als deutschsprachig markieren würden. Aber auch das schauen wir uns genauer an, wie da die Wechselwirkungen sind und wodurch sich zum Beispiel das Althochdeutsche und das Altniederdeutsche, Altniederdeutsche voneinander unterscheiden. Und wir schauen uns auch einige Beispiele dafür an. Dann das Mittelhochdeutsche, das in dem Stufenmodell, das ich Ihnen gleich noch zeigen werde, eine besondere Rolle einnimmt. Denn, um es vorwegzunehmen, hier wird, und da sage ich Ihnen nichts Neues, im Mittelhochdeutschen werden die Domänen der Schriftsprachproduktion aus dem monastisch-religiösen Bereich ausgedehnt auf Kommunikationsbereiche der Weltlichkeit. Hier sehen Sie vor sich die große Heidelberger Liederhandschrift, den Codex Manesse, wie man auch sagt. Er ist entstanden zwischen 1300 und 1340, also nicht zur Hochzeit des Mittelhochdeutschen, wie man so schön sagen würde. Und in dieser Abbildung sehen Sie Otto von Bodenlauben, und mit einem seiner Lieder werden wir uns beschäftigen, um wiederum die Möglichkeiten der curricularen Einbettung deutlich zu machen. Aber auch das Mittelniederdeutsche. Eine sehr, sehr, sehr schöne Inschrift sehen Sie hier von einem Hamelner Fachwerkhaus. Das benutze ich seit Jahren in der Lehre, weil ich meine, dass man daran auf sehr viele verschiedene kommunikative und kulturelle Aspekte lesen und ablesen kann. Denn um sich so eine Handschrift auf einem oder so eine Inschrift auf einem Haus zu leisten, muss man doch die ein oder anderen finanziellen Mittel haben, und die sind vor allen Dingen in den niederdeutschen Städten zu finden, die durch den Handel reich werden. Und das Stichwort ist hier die Hanse. Ganz kurz übersetzt: Die Herrlichkeit der ganzen Welt ist wie eine Blume, die heute wächst und morgen vergeht. Nur das Herrenwort bleibt in Ewigkeit. Das hier in Übersetzung, wir werden uns das in der Sitzung zum Mittelhochdeutschen nochmal genauer anschauen und Mittelniederdeutschen nochmal genauer anschauen. Und auch hier wieder zentral sehen Sie ein zentraler Motor und ein zentraler Treiber für die Schriftlichkeit bleibt, und das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, bis weit ins 18. und 19. Jahrhundert und gilt eigentlich auch noch heute, das Religiöse. Wir werden uns in der Vorlesung nicht mit dem Thema der Säkularisierung auseinandersetzen. Dafür findet die Säkularisierung als Phänomen zu spät als beobachtbares oder postuliertes Phänomen statt. Ja, also die Säkularisierung ist auch ein Produkt der europäischen Geistesgeschichte, aber das ist möglicherweise nicht Thema der Vorlesung. Da müssen wir uns nochmal vertagen. Dann werden wir ins Frühhochdeutsche schauen, hier aus einer wunderschönen Lutherbibel, und zwar von 1534, also eine der erste Variante, die mit tatsächlich auch mit Stichen aus den Kranach-Werkstätten versehen ist. Eine Prachtausgabe, die hier im Taschenverlag noch einmal neu abgedruckt wurde. Wirklich ein Augenöffner. Und das Frühhochdeutsche ist zwar auch mit dem Namen Martin Luther verbunden, aber nicht nur und ausschließlich. Wir werden uns hier auch die
kulturellen, kommunikativen Bedingungen anschauen, die dazu führen, dass das Ostmitteldeutsche als eine Varietät des Deutschen sich stark ausbreitet und stark durchsetzt, was allerdings nicht am genialischen Martin Luther liegt, sondern vielmehr daran, dass das mag auch eine Rolle spielen als die Reformation. Aber es ist nicht die Schöpferkraft von Martin Luther, die dazu führt, dass sich das für Neuhochdeutsche etabliert. Das hört man ja ab und zu mal wieder. Sondern es ist eher so, dass die kommunikative Reichweite des Ostmitteldeutschen dazu führt, dass es so erfolgreich ist. Aber dazu später. Und jetzt, nachdem ich Ihnen schon den Sprachbaum gezeigt habe und die Gewässermetaphorik von Henning Lubin, hier ein ganz klassisches Stufenmodell, wie man sich die Entwicklung der Sprachstufen des Deutschen vorstellt. Und Sie sehen, es funktioniert nach so einem Scheibenmodell, ja, immer schön abgetrennt 300 Jahre. Und wie Sie sehen, dürfte das Neuhochdeutsche schon längst vorbei sein. Und daran sieht man auch, dass möglicherweise so ein Modell zwar als Rekonstruktion und als Hilfsmittel sinnvoll ist, um bestimmte Wissensbestände und Phänomene zu sortieren, allerdings an einer sprachgebrauchsbasierten Beschreibung des Deutschen ein bisschen vorbeizielt, weil es so eine gleichmäßige Weiterentwicklung suggeriert, die keinesfalls gegeben ist, sondern die zu einer bestimmten Zeit als eine etablierte Denkfigur und als eine gewünschte Denkfigur für die Entwicklung des Deutschen gestanden hat. Aber gleichzeitig soll diese Folie auch die Klammer bilden um diesen ersten thematischen Einstieg. Also wir werden das Germanische nur streifen, ja? Sondern wir werden uns vielmehr um die Varietäten des Deutschen bemühen, also das Althochdeutsche bis zum heutigen Neuhochdeutschen mit dem Beginn der zweiten hochdeutschen Lautverschiebung oder althochdeutschen Lautverschiebung, aber gleichwohl auch das Niederdeutsche, wie jetzt schon deutlich geworden ist, weil ich sie kommunikativ zu den Varietäten des Deutschen zähle. Und das hat natürlich bestimmte Auswirkungen darauf, was Sie unter Sprachgeschichten verstehen und was Sie hier erzählen wollen. Um diesen Bogen noch einmal aus der Begrüßung und der thematischen Begrüßung zu schließen, wird jede einzelne Sitzung so aufgebaut sein, dass wir uns zunächst dem Phänomen widmen, also dem Phänomenbereich, also dass wir zum Beispiel dem Mittelniederdeutschen eine Sitzung zur Verfügung stellen oder uns in einer Sitzung dem Mittelniederdeutschen widmen und uns die Frage stellen, was müssen Sie als Studierende über das Mittelniederdeutsche wissen, um es adäquat zum Beispiel der schulischen Lehre einzusetzen? Und das ist das Zweite. Ich möchte diesen Schulbezug gern herstellen, damit klar wird, wo und wie eine curriculare Einbettung möglich ist, und würde Ihnen zum Dritten dafür Ressourcen zur Verfügung stellen. Und jedes einzelne Thema, das wir in der Vorlesung behandeln, wird genau in dieser Art und Weise aufgefächert werden, sodass Sie idealerweise die Vorlesung sowohl benutzen können, als sich so grundsätzlich über die Entwicklung des Deutschen zu informieren, als auch immer schon auch die Frage beantworten zu können, wo kann ich diese Entwicklung oder verschiedene Entwicklungen der Varietäten des Deutschen im schulischen Kontext integrieren. Als einführende Literatur, es ist wirklich nur eine relativ beliebige Auswahl, Sprachgeschichten des Deutschen finden Sie wie Sand am Meer. Allerdings sind es relativ aktuelle. Es fehlt noch eine, auf die ich hinweisen will, von Peter Ernst oder von Hans-Ulrich Schmidt. Also das heißt, man könnte das Ganze noch erweitern. Es fehlen auch Arbeiten von Damaris Nübling. Und damit sind nur die wenigsten jetzt überhaupt genannt. Man könnte noch weiter zurückgehen zu den Grimms und zu Hermann Paul und so weiter und so fort. Das soll aber erstmal reichen. Es reicht, glaube ich, auch für die Einführung grundsätzlich. Hinweisen möchte ich immer noch auf die deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart von Peter von Polenz. Ist eine an Kommunikationsentwicklungen orientierte Sprachgeschichte, die weniger Wert legt auf die Nachzeichnung bestimmter lautlicher Entwicklungen des Deutschen in seinen Verästelungen bis hin zur Verschiebung von bestimmten Vokalen und so weiter und so fort, sondern die Sprachgeschichte von Peter von Pulle zeichnet das große Bild. Digital und vernetzt habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist eine grundsätzliche Empfehlung dafür, wenn man sich einfach Gedanken darüber machen möchte,
wie unterschiedlich man Sprache darstellen kann, wie unterschiedlich man über Sprache und ihre Entwicklung erzählen kann. Daneben Astrid Stethje, Deutsche Sprache gestern und heute, eine Einführung in die Sprachgeschichte und Sprachkunde, unterscheidet sich vom Titel her ganz gar nicht mal so von den anderen. Sie sehen aber schon, das ist der rote Band auf dem Titel, sehen Sie einen, eine Illustration aus dem Sachsenspiegel, Eike von Repkos, und das gilt einer als, und dieser gilt als einer der wichtigsten niederdeutschen Rechtstexte. Und Astrid Stethje schreibt also eine Geschichte aller Varietäten des Deutschen, auch des Niederdeutschen. Deswegen explizit hier erwähnt. Dann Werner König, DTV-Atlas Deutsche Sprache. Ich benutze eine sehr alte Variante von 2007. Aber Sie sehen schon, das ist die 18. Auflage. Das ist auch nicht dramatisch, weil es in bestimmten Bereichen einfach nicht so viele Entwicklungen gibt. Ja? Also das ist immer der Vorteil, wenn man über historische Zusammenhänge spricht. Aber der Atlas gibt Ihnen sehr, sehr gutes Kartenmaterial in die Hand, sodass ich eine bildliche Vorstellung zum Beispiel von bestimmten Verteilungen machen können oder von bestimmten lautlichen Entwicklungen, die mal eher dort oder mal eher da stattfinden. Und daneben bietet er eine sehr komprimierte Darstellung der Geschichte des Deutschen. Und das ist vor allen Dingen für, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, für Examensvorbereitungen und so weiter und so fort, keine schlechte Adresse, denn dort bekommt man nochmal einmal kondensiert zusammengestellt das Wissen, was, sage ich mal, zum Handbuchwissen, zum Standardwissen gehört. Hervorheben möchte ich die Geschichte der deutschen Sprache außerdem von Jörg Rieke. Eine ganz klassische Sprachgeschichte, gut geschrieben. Jörg Rieke ist ein sehr, sehr guter Schreiber, Erzähler, kann komplexe Zusammenhänge plausibel und sehr einfach nachvollziehbar darstellen. Aber sie ist klassisch deshalb, weil sie natürlich nur das Oberdeutsche, also sprich das Deutsche beschreibt, das sich nach der zweiten hochdeutschen Lautverschiebung entwickelt hat. Insofern können Sie hier den können Sie Rieke ein bisschen neben Stethje stellen, also um sich schon mal klar zu machen, warum wir über Sprachgeschichten im Plural reden sollten, wenn wir über Sprachgeschichten sprechen. Jetzt zum Organisatorischen, das heißt zum Kern einer Einführungsveranstaltung wie dieser. Ich würde sehr gern die einzelnen Punkte durchsprechen. Sie wissen, dass ich diese Inhalte alle schon in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung geteilt habe. Es gibt einen entsprechenden Blog-Eintrag auf unserem Blog gls-dresden.de. Das habe ich über Opal entsprechend gestreut. Nur noch einmal, um das ganz deutlich zu sagen, ich werde nicht über Opal kommunizieren und auch nicht über E-Mail-Verteiler, sondern ich werde über die Matrix-Gruppe zur Vorlesung kommunizieren und dort auch alle Inhalte teilen. Sie können mich bitte auch dort alle Fragen, die Vorlesungen betreffen, fragen. Und Sie müssen nicht sich dort zurückhalten, denn die Fragen, die Sie in der Regel für sich denken, dass sie für sich relevant sind, interessieren meist auch andere. Den Semesterplan habe ich Ihnen hier in der Präsentation als sprechenden Link hinterlegt und Ihnen im Übrigen aus einem Miro-Board herausgezogen, sodass Sie sich möglicherweise jetzt nicht mit dieser kleinen Abbildung zufrieden geben müssen, sondern stellen müssen, sondern Sie finden diesen Semesterplan tatsächlich auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen. Heute befinden wir uns in der Einführungssitzung ganz links. Nächste Woche ist Karfreitag. Und dann würde ich beginnen mit den Sprachgeschichten des Deutschen. Sie zumindest einmal auf das Thema einzustellen, mit der Frage nachgehen, warum sprechen wir darüber im Plural? Ich hatte Ihnen heute schon die eine oder andere Begründung dafür angegeben. Erstens erzählen wir unterschiedlich über die Geschichten und Entwicklung der deutschsprachigen Varietäten, und das Deutsche ist eben nicht das Deutsche, sondern setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Varietäten des Deutschen und hat auch im Übrigen drei Standards, nämlich den der Bundesrepublik, den Österreichs und den der Schweiz. Auch das wird ein Thema sein hier in der Vorlesung. In der Woche nach diesen Sprachgeschichten, Ende April, würde ich sehr gerne mit dem Althochdeutschen und dem Altniederdeutschen in einer kombinierten Sitzung anfangen, denn das Material, das es dazu auch zur Verfügung gibt, und die Ankerpunkte, die dafür in den schulischen Curricula vorgesehen sind, nicht so breit, dass sich hier zwei einzelne Sitzungen dafür anbieten würden, gehen dann weiter zum Mittelhochdeutschen und zum Frühneuhochdeutschen und klammern zwischen zwei Sitzungen des Frühneuhochdeutschen das Mittelniederdeutsche ein. Warum tun wir das? Weil das Mittelniederdeutsche nicht
dem Mittelhochdeutschen beizuordnen, ist kommunikativ, typologisch, kommunikationshistorisch gesprochen, sondern eher dem Frühneuhochdeutschen beizuordnen ist. Und deswegen klammern wir das hier in dieser Vorlesung durch Frühneuhochdeutsch 1 und Frühneuhochdeutsch 2 ein und gehen dann zum Neuhochdeutschen, bevor wir in die Pfingstpause gehen, traditionell an der TU Dresden. Nach Pfingsten würde ich mir sehr, sehr gern unterschiedliche Ressourcen anschauen, die Sie für, also in einem Querschnitt noch einmal anschauen. Also jede einzelne Sitzung wird so sein, dass ich Sie auf unterschiedliche Ressourcen verweise. Aber die sind eher thematisch an der jeweiligen Sprachstufe, Achtung Metapher, orientiert. Und in den systematischen Sitzungen nach Pfingsten würde ich Ihnen ganz gerne Ressourcen vorstellen, die gewissermaßen den Querschnitt darstellen, also die systematische Längsschnittbetrachtungen erlauben. Und würde da erst einmal beginnen mit Thesauri, das heißt im Wesentlichen Wörterbüchern. Der nächste Schritt wären dann die Corpora, die man maschinenlesbar untersuchen kann. Und das dritte wäre das Thema Variation. Hier geht es vor allen Dingen um die drei deutschen Standards plus die Varietäten, vor allen Dingen regionale Varietäten in ihrer Ausdifferenzierung und schaue mir hier vor allen Dingen Ressourcen mit Ihnen dazu an, sodass Sie am Schluss hoffentlich dieser Vorlesung sowohl thematisch gut aufgestellt sind, als auch wichtige Ressourcen kennen, die Längsschnittbetrachtungen erlauben und immer mit dem Blick auf die curriculare Einbettung auch einsetzbar sind. Zusammenfassung und Klausur schließen das Ganze ab. Ich denke, der Plan ist insoweit transparent. Meine Sprechstunde findet jeden Donnerstag statt, gestern nun gerade nicht, da ich auf Gutachtersitzung war. Und zwar prinzipiell in der Wiener Straße 48 in meinem Büro in der 202 und im Ausnahmefall bitte via Wander. Ich muss Sie bitten, dass Sie sich dafür entweder via E-Mail oder via Matrix melden, wenn Sie die digitale Variante nutzen wollen, damit ich diese Variante prinzipiell aufgeschaltet habe. Grundsätzlich ist aber eine Anmeldung für die Sprechstunde nicht notwendig. Informationen und Material zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserem Blog. Hier hinterlegt ist direkt der Beitrag zur Vorlesung und prinzipiell können Sie sich im Lehrveranstaltungsverzeichnis unserer Fakultät informieren über mögliche Lehrveranstaltungen. Die Matrixräume zu den Lehrveranstaltungen, es gibt immer semesterweise, insgesamt jetzt 4 Stück. Die habe ich Ihnen hier nicht nochmal mit Links unterlegt, dass Sie da idealerweise schon in diesen Gruppen sein sollten. Es gibt aber noch 2 Matrix-Kanäle der Fakultät, die ich Ihnen empfehlen möchte. Das eine sind News, das sind aktuelle Meldungen. Das war jetzt unter Pandemiebedingungen wahrscheinlich auch sinnvoller, diesem Kanal beizutreten. Und schlussendlich eine Gruppe Diskussion, wo auch alle anderen, Schreibrechte haben, nicht nur Leserechte. Und da können Sie bestimmte Entwicklungen auch, die die Universität oder die Fakultät betreffen oder den Bereich betreffen, diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu der Veranstaltung anonymes Feedback hinterlassen. Das ist jederzeit erwünscht hinter dem hinterlegten Formular. Und ich versuche immer auf Ihre Anregungen und Ihre Kritik einzugehen und spiegle die entsprechend auch öffentlich auf einem Miro-Board, dass Sie jederzeit einsehen können, auch mit der Einordnung, wie ich dieses anonyme Feedback bewerte. Und ich kann Sie nur dazu einladen, das ist eine Möglichkeit, neben den offiziellen Evaluationsmöglichkeiten der Fakultät und des Zentrums für Qualitätsanalyse, tatsächlich die zu nutzen. Und dieses Formular besteht nur aus einem Freitextformular ohne Radio-Buttons und Kästchenbewertungen und Skalierungen, sondern hier geht es wirklich nur um konkretes, ausformuliertes Feedback. Kontaktdaten finden Sie auf der Website, da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wie die Vorlesung selbst aufgebaut sein wird, dazu gab es schon mal ein kurzes Einleitungsvideo. Ich sage es hier deshalb nur noch mal ganz kurz. Prinzipiell in Präsenz. Wir streamen aus der ABS Richtung YouTube. Wird sich in den nächsten Wochen auch nicht ändern. Und dieser Stream wird aufgezeichnet und steht danach als Videokonserve in der Playlist mit den Videoaufzeichnungen zur Verfügung. All das finden Sie im Blog, aber auch in der Matrix. Audio-Input asynchron bezieht sich auf die Tonspur.
Ja, hinter diesem Video, was Sie jetzt zum Beispiel sehen, das wird dann nachher auch bei Castbox online gehen und dann bei Spotify, in Apple Podcasts, Google Podcasts verfügbar sein. Und zentral ist für uns die Kommunikation via Chat, also das heißt während der Live-Phasen, aber auch zwischen den Veranstaltungen, falls Sie Fragen haben, können Sie den Chat jederzeit benutzen, also zumindest den in der Matrix, bei YouTube dann eher nicht. Zum Aufbau selbst, das halte ich jetzt hier kurz, verweise ich Sie gern auf das Video von vor wenigen Tagen, wo es prinzipiell um die Ausrichtung ging. Ich plane immer ungefähr eine Stunde für den Input, für den Stream. Dann können wir gerne in Interaktion treten. Hier würde ich mir das ein oder andere noch zurechtlegen wollen. Ein Thema, das ich zum Beispiel jetzt hier nicht streife, sind Open Educational Resources. Das wäre dann zum Beispiel etwas, was man in diesen interaktiven Kontext verlegen könnte, weil es da in der Regel auch immer viele Fragen gibt. Dann gibt es Feedback und Information. Das so ganz grob zum Aufbau. Zu den Prüfungsleistungen vielleicht noch zwei, drei Worte. Sie sehen hier, habe ich vier exemplarische Prüfungsleistungen aufgeführt. Es gibt daneben noch einige mehr. Aber mal so ganz grob zur Einordnung, welche Prüfungsleistungen man hier in dieser Klausur absolvieren kann. Sie können eine lektürebezogene Aufgabe, ein unbewertetes Thesenpapier und eine Kurzüberprüfung anfertigen. Das werden kleine schriftliche Arbeiten parallel und semesterbegleitend. Um das mal quantitativ einzuordnen, oder der Vorschlag, den ich unterbreiten könnte, dass Sie dann für diese Prüfungsleistung eine Rezension anfertigen und um das quantitativ einzuordnen, entweder zu einer Monographie, was auch Sammelbände einschließt, oder Rezension zu einem wissenschaftlichen Aufsatz. Da können wir aber in der Vorlesung ins Gespräch kommen, was da eine gute Publikation wäre, die hier zur Besprechung in Frage käme. Und Sie können sich prinzipiell über die Prüfungsinformation tatsächlich auf der Website informieren. Dazu sage ich vielleicht aber dann auch in der Vorlesung in 14 Tagen noch einmal etwas. Zur Klausur, die realisieren wir als ein Open Book Exam. Idealerweise digital, als digitale Fernprüfung. Und wenn ich die digitale Durchführungsform als adäquat halte für die Klausur, dann bedeutet das auch, dass Sie dieser Durchführungsform noch zustimmen müssen. Das erläutere ich Ihnen auch in 14 Tagen. Wenn Sie dieser Fernprüfung nicht zustimmen, dann müsste ich für Sie eine digitale Präsenzprüfung zur Verfügung stellen. Das heißt, dass Sie auch ganz regulär im Vorlesungsraum die Klausur bearbeiten können. Sie bearbeiten sie idealerweise digital und senden sie mir dann zu. Für die digitale Präsenzprüfung vor Ort in der ABS müssen wir noch über Modalitäten sprechen, aber dafür ist heute nicht der Ort und auch nicht die Zeit und wir können möglicherweise dieses Thema noch ein bisschen im Semesterplan nach hinten schieben. Zu der Rezension aber vielleicht noch ganz kurz, weil das tatsächlich eine adäquate Prüfungsleistung ist, die Sie erbringen können. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass es zwei unterschiedliche Fassungen gibt, eine Kurzfassung und eine Langfassung. Die Kurzrezension sollte zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen und die Langrezension zwischen 8.000 und 11.000 Zeichen haben. Und Sie können sich sehr gerne an den Standards der Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft orientieren. Der Link ist unterlegt und führt genau zu diesem Angebot. Und tatsächlich ist das eine sehr gut nachgefragte Prüfungsleistung und ich finde auch eine sehr schöne, denn vor allem jetzt im Bereich der Sprachgeschichten haben Sie, glaube ich, Möglichkeiten, Rezensionen oder Titel zur Besprechung zu finden, wie Sand am Meer. Und wichtig für Sie ist, dass Sie die Abgabe bitte bis 15. September einplanen. zu erwähnen ist hier, für diejenigen von Ihnen, die in der Zeit zum Beispiel im Schulpraktikum, also im Blockpraktikum sind, dass es da die Möglichkeit einer Verlängerung gibt per Antrag. Und in der Regel gebe ich hier eine Verlängerung aus bis Ende Oktober 2022. Mit diesem Blick noch einmal auf den Sprachbaum. Sie sehen schon, wir werden uns hier auch mit solchen Darstellungen von Sprachgeschichten auseinandersetzen. Also wenn Sie so wollen, von Text- und Bildbeziehungen, weil die Visualisierung von bestimmten Entwicklungen natürlich auch
bestimmte Konzeption triggert, auch wenn sie implizit bleiben und nicht explizit bleiben, explizit genannt werden. Aber das noch einfach als ausleitendes Beispiel für diesen ersten Input. Und ich hoffe, dass ich in der Kürze der Zeit einen thematischen Einstieg in die Vorlesung bieten konnte. Sie jetzt wissen, was Sie erwartet. Freue mich wirklich sehr auf unseren ersten Präsenztermin in 14 Tagen und darf Ihnen viel Gesundheit und vor allen Dingen ein frohes Osterfest in der nächsten Woche wünschen. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, und wenn Sie noch Fragen haben, Sie wissen, die Matrix ist offen. Bis dahin.